So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie zum jetzigen JFD Live Trading TV zur Pressekonferenz der EZB, die noch nicht begonnen hat. Insofern verhalten sich die Märkte aktuell noch sehr ruhig. Wir gehen mal hier auf die direkte Beschau, 5-Minuten-Chart, DAX links, Euro, US-Dollar rechts. Ein Pip vom neuen Tagestief. Euro US-Dollar hat hier im Prinzip schon fast seine Range auch ausgeschöpft nach unten. Wenn natürlich jetzt hier noch ein paar Hiobsbotschaften kommen, dann könnte dies natürlich hier sicherlich noch sehr viel treibender wirken. Jetzt erstmal hier die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Da reagiert Euro-US-Dollar erstmal gar nicht drauf. Die sind leicht unter den Erwartungen ausgefallen. Sind hier auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind hier leicht unter den Erwartungen. 281.000 sind raus. Erwartet wurden 282.000. Also insofern leicht besser. Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, insofern eigentlich ein positiver Impuls. Aber das Entscheidende ist natürlich das, was jetzt dann Super Mario hier ansprechen wird zur weiteren Entwicklung vom Euro-US-Dollar. Und hier ist noch nichts zu sehen. Das letzte Mal steckte ja, oder nicht das letzte Mal, vor längerem steckte ja Mario Draghi im Fahrstuhl fest. Sowas gibt es auch, ne, zur Pressekonferenz. Mit 5 Minuten Verspätung etwa eingetroffen, unser Super Mario, weil es im Fahrstuhl nicht weiterging. Die Märkte, wie gesagt, grundsätzlich DAX ja nach oben orientiert, Euro-US-Dollar nach unten. Also hier die Korrelation schlägt derzeit wieder voll zu. Und genau das dürfte sich eigentlich auch weiter fortsetzen. Sprich, wenn es hier zu einer weiteren Euro-Schwäche kommt und DAX dann hier praktisch weiterhin auf Kurs bleibt, dann müsste hier das Level von 11.800 Punkten durchaus erstrebsam sein. Konträr dazu natürlich Überraschungen jeglicher Art könnten den DAX in die Knie zwingen, was dann im Umkehrschluss Euro-US-Dollar sicherlich wieder beflügeln dürfte. Und das ist letztlich die Entscheidung bzw. die Spannung, die sich hier auftut im Sinne dessen, was denn da jetzt noch kommt. Grundsätzlich kann gesagt werden, Euro-US-Dollar ist in einem bärischen Fahrwasser. Das spricht oder sieht hier vielmehr nach weiteren Tiefs aus. Wir sind jetzt hier auch schon unter das Vormonatstief gefallen. Wir machen das Bild mal ein Stück größer. Hier haben wir das Vormonatstief 10887. Hier Vorwochentief, hier Vortagestief. Das haben wir heute Morgen direkt abgearbeitet. Also rein technisch wäre jetzt hier ein starkes Comeback. Und wir sehen hier die heutige Candlestick-Tageskerze. Ja, die ist ja durch und durch bärisch. Wenn hier ein starkes Comeback Einzug halten würde, dann wäre das sicherlich sehr, sehr positiv. Dann dürfte man sich hier einer Umkehr erfreuen. Bleibt es allerdings bei dieser Kerze, beziehungsweise baut diese sich hier vielmehr noch nach unten auf, dann, meine lieben Zuschauer, muss man ganz klar davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar wohl Richtung 1,05 zurückfällt. In dem Zusammenhang werde ich gleich mal den großen Chart nochmal vom Euro-US-Dollar hier an dieser Stelle aufrufen, um jetzt hier sozusagen nochmal ein Stück weit Lagebestimmung zu machen. Ja. Also hier in Frankfurt, man sollte die PK wahrscheinlich eher auf 14,40 legen in Zukunft, damit es hier auch alles pünktlich seinen Anfang nimmt. Gehen wir kurz auf Euro-US-Dollar. Der hier, ja, hatten wir auch gestern im Devisenradar, sich hier wirklich am Fahrplan entlang hangelt. Scrollen wir uns mal ein Stück raus. Hier eine vorsichtige Aufwärtstrendlinie hier im Stundenchartintervall. Natürlich von der Relevanz her eher zu vernachlässigen, aber März, April Tiefs, da rührt sie her. Grundsätzlich haben wir hier noch ein Mai-Tief im Bereich 0,81, 0,80, was jetzt hier kurzfristig auf die Agenda rücken könnte. So, und da, meine lieben Zuschauer, wird es jetzt langsam spannend. Yes, Mr. Draghi ist an Bord. ELA-Nothilfen für griechische Banken wohl erst vorerst nicht vorgesehen, diese anzuheben. Griechenlands Story wird sicherlich auch hier bei der EZB ein Thema sein, ein Thema bleiben. Gucken wir uns nochmal beide Märkte an. Ja, jetzt kommt hier Euro-US-Dollar, versucht sich so ein Stück weit zu stabilisieren. Was macht DAX? Geht so ein Stück weit in die Knie. Hier ist natürlich nochmal rein gar nichts entschieden. Ja, aber sollte jetzt Euro-US-Dollar hier nach oben rausziehen, wäre das eine Indikation dafür, dass der DAX eine Schwächephase vollzieht. Und wir hatten ja heute Morgen gesprochen, der DAX ist ja sehr gut abgesichert, 11.600, 11.650. Sofern es zu einer solchen Schwäche kommen sollte, wäre der DAX
da in jedem Fall sehr gut abgesichert. Euro-US-Dollar zieht jetzt hier ein Stück weit nach oben an. Hier die Tagescandle, wie gesagt, wenn wir die jetzt hier relativieren könnten und heute die Spikes nach unten vor Monats-, vor Wochen- und vor Tagestief hier relativieren würden, wäre das für die nächste Tage, für die nächste Zeit, für die nächsten Tage. Also insbesondere haben wir in dieser Handelswoche nur noch den Freitag, wäre dies aber höchst bullisch. Aber dazu muss es natürlich erstmal kommen. Unterhalb des Vormonatstiefs, Vorwochentiefs bleibt das ja erstmal alles sehr, sehr bärisch. Aber so richtig Wolla kommt bislang nicht auf. Ungewohnterweise. Also nichts Überraschendes jetzt, was die Märkte hier sozusagen aus der Ruhe bringt. So, dass die ELA-Hilfen nicht angehoben werden, das ist erstmal ein Statement, was den Euro hier ein Stück weit beflügelte. Jetzt sind wir hier schon beim Vormonatstief wieder angekommen. Im Rücklauf, na, DAX hält sich noch ein Stück zurück, aber dreht hier schon konträr zum Euro-US-Dollar bärisch ein. Ja, jetzt passiert eben das, was hier sozusagen die Mutmaßung war. Wenn Euro-US-Dollar anzieht, dürfte DAX fallen. Die Korrelation ist hier sehr, sehr interessant festzustellen wieder aktuell. Und bislang aber noch nichts Weltbewegendes passiert. Euro-US-Dollar entfernt sich ein Stück weit vom Tagestief, gerade so 24 Pips weg vom Low. Ja, das sehen Sie hier an dieser 5-Minuten-Kerze, die stellt die vorherigen in Frage, in Schatten. Also ein Stück weit Druck ist zu spüren, auch DAX hier. Gut, also, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier keine neuen Tagestiefs macht, dann kann das hier durchaus weiter nach oben gehen, Richtung Vorwochentief, Vortagestief und vielleicht sogar dann darüber hinaus. Das wäre bullisch. Dementsprechend müsste DAX, unser guter Leitindex, hier dann Schwäche erfahren, die in jedem Falle bis zum Vortageshoch, Vormonatshoch zurückführen könnte. Wir sprechen dann über Niveaus von eben 11.600, 11.650. Ansonsten bleibt der Zug hier erstmal weiter in Fahrt. Gut, Euro-US-Dollar baut sich jetzt hier wirklich ein Stück weit nach oben auf, aber wenn er hier nicht signifikant wieder nach oben rauszieht, kann sich das hier auch alles ganz, ganz schnell wieder in Wohlgefallen auflösen und dann wäre das hier entsprechend negativ zu werden. Aber wie gesagt, die Spannung ist bis jetzt noch nicht so groß. Die Pressekonferenz selber geht ja gute 15 bis 20 Minuten, also kann auch manchmal länger gehen. Da darf man jetzt mal gespannt sein, was da jetzt noch kommt. Wir werden nicht so lange on air bleiben. Tatsache ist, es deutet sich hier eine kurzfristige Euro-US-Dollar-Stärke an. Und wie gesagt, wenn die Tageskerze hier nach oben relativiert wird, das wäre schon mal eine Hausnummer, eine Ansage. Draghi mit Statements wie die Anleihekäufe kommen gut voran. War ja auch nicht anders zu erwarten. Aber wie gesagt, aktuell noch alles im Rahmen. Wollen wir mal sehen, was noch passiert. Jetzt direkte, signifikante Außeneinbrüche haben wir noch nicht gesehen. Doch geben Sie Obacht auf Sicht der nächsten 10, 15 Minuten kann hier durchaus noch ein Stück weit was kommen, auch gegen 15 Uhr, gerade weil die Pressekonferenz später angefangen hat, kann es hier auch nochmal einen richtigen Knall geben. Also, wir hatten schon Tage 450, 500 Pips Euro-US-Dollar, das war drin bei solchen Bewegungen. Die Aussage vom EZB-Chef Draghi, dass die Anleihekäufe noch bis September 2016 fortgesetzt werden, mindestens bis dahin. Und bis dahin sollte die Inflation bei 2% liegen. Das sind so die erklärten Ziele der EZB. Nun ja, alles bekannt letztlich. Und insofern der Markt wohl hier weiter trendfolgend unterwegs, was Euro-US-Dollar eine weitere Schwäche bescheren könnte und DAX eine entsprechende Stärke. Abwarten. Also Euro-US-Dollar wäre definitiv prozyklisch. Short, wenn wir ein neues Tagestief machen. Das kann man sagen. DAX entsprechend long. Wir haben hier bis zur Range hier noch einiges. Wir haben gerade mal hier 143 Punkte beim DAX zurückgelegt. Euro-US-Dollar ist hier schon von der Range her ein Stück weit überstreckt. Das heißt, wenn wir ein neues Tagestief machen, dann geht hier nach unten nicht mehr ganz so viel. Aber wenn er eben durchknallt, kann das eben sehr viel stärker noch gehen, als man sich das vorstellen mag. Also neues Tagestief Euro-US-Dollar wäre eine Short-Einladung. DAX neues Hoch wäre eine Long-Einladung. Und alles dazwischen ist so ein Stück weit Orakeln. DAX, wie gesagt, da kann man bullischer werden, wenn wir hier das Vortagestief überschreiten. Ja, wenn wir da wieder drüber gehen, dann wäre das sicherlich eine sehr, sehr positive Sache. Aber bis das nicht passiert, muss man hier Vorsicht walten lassen. Aber ja, zumindest arbeitete der Index daran. Gut, liebe Zuschauer, dann würde ich jetzt erstmal offline gehen. Wir werden nachher nochmal die US-Märkte natürlich live beleuchten. Da gegebenenfalls auch nochmal Euro-US-Dollar oder den DAX in den Fokus nehmen. Hier, wie gesagt, von der EZB nichts Neues. Alles im Rahmen der Erwartungen, alle Statements hier jetzt nichts Überraschendes. Beflügelt leicht den Euro gerade, aber grundsätzlich hier keine großen
Neuerungen, Neuerkenntnisse. Man sieht aber hier eine kleine US-Dollar-Schwäche aktuell. Auch British Pfund gegen US-Dollar zieht gerade an. Man muss sehen, ob sich das hier nach oben trägt. Wie gesagt, es wird interessant, wenn wir das Vortagestief hier wirklich überwinden sollten. Also, bis dahin, ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. So viel Action war leider nicht, aber wir passen uns hier der Lage an und machen das Beste draus. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.